Im Garten gibt es immer einige Überraschungen. Hier eine fleißige Biene, die dem Imker Pollen und Nektar besorgt. Die Flügel sind schon zerrissen, weil sie so viel fliegen muss, so viele Blüten besucht, aber für den Imker Pollen sammelt. Hier eine Biene, die gerade Pause gemacht hat auf meinem Arm, ehe sie in den Bienenstock zurückfliegt. Ganz anders die Wespen. Die Wespen sind eigentlich ein bisschen dumm. Hier sind sie gefangen. Um sich an dem Imker zu rächen, können sie dem Imker jetzt in die Hand stechen. Aber die sind leider viel zu dumm dafür und kriegen das nicht auf die Reihe, sich bei dem Imker zu rächen, weil sie eingesperrt sind. Sogar wenn sie dem Imker auf der Hand sitzen, man denen mit Wespen nichts tut, dann tun die Wespen einem auch nichts. Sie suchen hier nur vielleicht nach Gerüchen vom Zucker oder vom Honig oder irgendwo. Aber wenn man die in Ruhe lässt, stechen die in Wirklichkeit gar nicht. Sogar wenn der Imker bei einer Wespenplage mit dem Daumen die Wespen tot drückt, tun die nichts. Aber hier hat eine Wespe was entdeckt, hat gesagt, da müsst ihr reingehen. Da ist was los, da gibt's was Leckeres zu essen. Alle gehen wir jetzt in dieses Glas hinein und da werden wir uns richtig satt fressen. Und schon sind die Wespen alle verschwunden. Es geht 1, 2, 3, das sind die dummen Wespen. Dagegen die Hornissen, die haben was ganz anderes vor. Hier sind noch einige Bienen, die die Hornisse stören möchten, aber sie fressen einfach meine Bienen. Sie sind listig auf dem Rest vom Sonnenbackschmelzer, die Reste, Trester von dem ausgeschmolzenen Wabenresten, holen sich eine Biene, sitzen oben auf dem Baum und verspeisen sie ganz gemütlich, eine Biene nach der anderen. Da sage man noch, der Mensch ist der Meinung, die Hornissen sind nützlich, kann ja auch sein, manche Art und Weise, aber für einen Imker, wo die Hornissen laufend die Bienen wegholen, da sind die ganz bestimmt nicht nützlich.